Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Ein LKW ist in erster Linie ein Arbeitsgerät, aber für den Fahrer ist er noch viel mehr. Unter der Woche ist er Arbeitsplatz, Rückzugsort und Heimstatt und oft genug auch Ausdruck der Persönlichkeit. Der Truck Insider hat Martin Schnitzmeier und seinen 530 PS starken Actros MP4 in einer sehr besonderen Ausführung besucht. Dieser hat ihm Alexander Heinrichs, Chef des kleinen mittelständischen Unternehmens Heinrichs Transporte, spendiert. Schon als Martin mit seinem Lastzug in Grau-Metallic auf den Parkplatz der Raststätte Wedemark rollt, sieht man, hier kommt ein hervorragend gepflegtes Fahrzeug, dem man sogar an diesem schmuddeligen Tag nicht ansieht, dass es bereits fast 400.000 Kilometer hinter sich gebracht hat. Und nicht nur der Lack glänzt, auch viele kleine und größere Details verraten, dass viel Herzblut in dem LKW steckt. Angefangen von den Drucklufthörnern über die orangefarbenen Warnleuchten auf dem Dach, die extra Scheinwerferreihe in der Sonnenblende, die Warnblitzer im Kühlergrill und den orange leuchtenden Mercedes-Stern bis zu den neuen Scheinwerfern, die aus der MP5-Baureihe stammen und nachgerüstet wurden. Klar, dass wir neugierig waren und eine Runde mit Martin gedreht haben. Dabei verrät uns der sympathische Mercedes-Fan, wie er zu dem Edel Actros gekommen ist. Wenn man sich in der Firma gut führt und Leistung bringt und der Chef seinen Beruf auch zum Hobby gemacht hat, dann bekommt man irgendwann sowas. Ich bin jetzt 7 Jahre da und wo dieser hier neu bestellt wurde, durfte ich halt meine Wünsche äußern und da ist man natürlich auch stolz drauf, ne? Es gibt sie also nach wie vor, die Fuhrunternehmen, bei denen die Fahrer einen hohen Stellenwert genießen. Martin erzählt, wie es bei Heinrichs läuft. Also bei uns ist keiner eine Nummer. Es ist ein sehr, sehr familienfreundliches Unternehmen und wir Fahrer gehören mit zu der Familie. Und an die Familienmitglieder wird tatsächlich gedacht. Wird ein neues Fahrzeug angeschafft, ist zwar das äußere Erscheinungsbild weitgehend einheitlich, aber wenn es um die Innenausstattung geht, gibt es keine Einheitsware. Martin erklärt. Man lebt die ganze Woche da drin und da sollte man sich das auch so schön machen, wie es halt nur eben geht oder wie der Chef erlaubt. Und unser Chef hat selber sehr, sehr viel Spaß daran und deswegen gönnt er uns das. Und jedes Auto bei uns ist individuell auf den Fahrer, so wie der Fahrer das halt möchte. Das eine Auto ist halt grau-schwarz von innen, das andere Auto ist grau-schwarz mit Plüsch, so wie der Fahrer halt das wollte. Martins Truck hingegen kommt mit einer edlen Lederausstattung, der gemütlichen Single-Cab-Einrichtung, einem Fahrersitz mit Massagefunktion und, typisch für den Actros-Fan, einem richtig großen Mercedes-Stern daher. Hier lässt es sich mit Sicherheit gut aushalten. Apropos Sicherheit, auch die durfte natürlich nicht zu kurz kommen. Für mich war ganz an erster Stelle sehr, sehr wichtig die Sicherheitspakete, die Mercedes anbietet. Mit Abstandstempomat, Abbiegeassistent, das ist für mich die oberste Priorität gewesen. Das war sehr, sehr wichtig. Dann heißt es Abschied nehmen und auch für Martin ist es Schluss. Er macht es sich in der Kabine bequem und lässt den Tag ausklingen. Wir bleiben dran. Bis dann. Ihr wollt in Sachen LKW und Co. immer auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniert unseren Kanal auf Facebook und auf YouTube. Wir freuen uns über Likes und Kommentare.